Hallo meine lieben Pfeifenfreunde und herzlich willkommen zu meinem heutigen Video. Heute möchte ich euch einmal meine Methode zeigen, mit der ich die Pfeifen stopfe. Einige kennen sie mittlerweile, einige kennen sie halt noch nicht und haben schon öfters nachgefragt, wie ich das anstelle. Und von daher denke ich einfach mal, es ist heute an der Zeit, diesen einem Video hier zu demonstrieren. Und zwar habe ich vor, diese Pfeife hier entsprechend zu stopfen. Der Tabak hierzu wird der Danske Club Karamell werden. Einer meiner Lieblingsaromaten seit vielen Jahren. Die Pfeife habe ich dafür abgestellt und die dürfte sich auch ideal für dieses kurze Video hier eignen. Von daher würde ich sagen, schalten wir mal um und fangen an zu stopfen. Bis gleich. Und los geht's. Um das Ganze hier ein bisschen besser veranschaulichen zu können, habe ich den Tabak bereits umgefüllt in diese kleine flache Glasschale. Hier ist die Pfeife. Und die Besonderheit bei meinem Stopfen ist folgende. Ich entferne zunächst das Mundstück und schiebe einen Pfeifenreiniger durch den Holm bis in die Brennkammer hinein. Der Hintergrund ist eigentlich nur der, wie man hier sehen kann, der Pfeifenreiniger bedeckt den kompletten Boden der Brennkammer und stößt am entgegenliegenden Ende des Kopfes an. Jetzt gehe ich daher und bringe locker ein wenig Tabak in die Brennkammer. Wirklich nur ganz locker, nicht groß andrücken, einfach erstmal nur ein bisschen reinrieseln lassen. So. Noch ein bisschen. So, ihr könnt jetzt sehen, der Tabak liegt momentan wirklich nur ganz locker drin. Jetzt nehme ich hier meinen Stopfer und drücke ihn ganz sachte runter, bis ungefähr auf die Hälfte des Pfeifenkopfes. So, so sieht das Ganze jetzt aus. Jetzt nehme ich etwas mehr Tabak und bilde mit den Fingern wie ein kleines Päckchen. Dieses Päckchen setze ich jetzt hier oben auf die Pfeife und drehe es vorsichtig ein wenig in den Pfeifenkopf ein. Jetzt habt ihr so ein kleines Paket. Das fixiere ich oben mit dem Zeigefinger, rupfe an den Rändern den übrigen Tabak hier noch ab. Drück das Ganze ein wenig an. Und zwar so weit, dass der Tabak ungefähr noch so 1 mm bis 1,5 mm zum Pfeifenrand hat. Einfach aus dem Grund, wenn ich die Pfeife jetzt anzünde, wird sich der Tabak entsprechend aufbäumen. Und ich möchte ja nicht, dass der glühende Tabak hier neben auf den Rand gerät. Wenn das soweit geschehen ist, entferne ich hier hinten wieder meinen Pfeifenreiniger. Setze den Filter entsprechend in die Filterkammer meiner Pfeife ein. Setze die Pfeife zusammen. Und das war's. So leicht und schnell stopfe ich die Pfeifen schon seit einigen Jahren und man kann deswegen, denke ich mal, die Tabakmethode oder die Stopfmethode ruhig die Hermannsmethode nennen. Von daher, probiert's mal aus, vielleicht sagt sie euch ja auch zu. Hallo ihr Lieben, also, jetzt habt ihr gesehen, wie ich meine Pfeifen stopfe. Hier ist die Pfeife nochmal, fertig gestopft mit dem Tabak, da hat's geklappt. Die Pfeife werde ich jetzt gleich rauchen. Ganz kurz nochmal hierzu, diese Stopfmethode habe ich schon vor einigen Jahren für mich selbst entdeckt und ich muss sagen, sie funktioniert wunderbar. Ich nutze sie für wirklich alle Tabake. Es spielt hierbei keine Rolle, ob es sich um eine herkömmliche Mixture handelt, ob ich einen Plug oder Cake aufschneide, zu einem Cube Cut verarbeite oder aber ob ich einen Flake mit der Knick- und Faltmethode einbringe. Regel Nummer 1, Pfeifenreiniger durch den Holm reinschieben, die Pfeife stopfen, am Ende den Pfeifenreiniger entfernen. Dies hat zur Folge, dass das Zugloch unten niemals durch den Tabak verstopft werden kann. Und hat halt auch den Vorteil, sollte die Pfeife zum Beispiel ein zu hoch liegendes Zugloch haben, so landet der Tabak oben auf dem Pfeifenreiniger und wenn ihr ihn entfernt, habt ihr unten halt ein Luftpolster und das ist wie eine Art Airpocket-Methode. Besser kann die Pfeife eigentlich nicht zum Zug gebracht werden. Von daher, probiert es doch gerne mal aus. Ihr könnt auch sehr gerne natürlich hier Kommentare hinterlassen, mir einfach mal schreiben, wie sind eure Methoden oder wie sind eure Erfahrungen mit meiner Methode, wie ich einfach mal die Hermannsmethode nennen möchte und freue mich auf einen regen Austausch. Das war's schon soweit von mir.
Weiterhin viel Spaß mit euren Pfeifen und euren Tabaken. Bleibt mir gesund. Happy Puffing und bis demnächst. Ciao.